Viele von euch sind aktuell das neue Spiel RuneScape Dragonwilds am Suchten, genauso wie ich es auch getan habe, das letzte Wochenende. Was viele allerdings stört aktuell ist, dass man so ein Blur oder Bloom in diesem Spiel hat, was ein bisschen das Game so unscharf wirken lässt, wie als ob man so durch so ein milchiges Glas schaut, wenn man das Game spielt. Ziemlich mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt aber ein paar Sachen und Einstellungen, die ihr machen könnt, wenn ihr ein bestimmtes File editiert, damit ihr diese Unschärfe in dem Spiel entfernen könnt. Ich wollte deswegen dieses ganz kurze, knappe Video machen, in dem ich euch kurz zeige, wie ihr das machen könnt. Und zwar, das erste, was ihr macht, ihr geht in die Settings rein und stellt sicher, dass ihr bei Video die folgenden Einstellungen eingestellt habt. Qualität overall stellt ihr auf Medium. Upscaling könnt ihr auf DLSS stellen, wenn ihr eine NVIDIA-Grafikkarte habt. Upscaling Quality auf Quality und Sharpness könnt ihr auf 100 stellen. Was aber wirklich eine riesige Änderung ausmacht, ist, wenn ihr die engine.ini-Datei editiert in eurem Spiel. Diese engine.ini-Datei ist eine Unreal Engine-Datei, die Einfluss hat auf die Game Engine oder eben die Konfiguration eures Spiels. Das muss man meistens machen, wenn man die Settings selber in dem Spiel noch nicht einstellen kann. Eben zum Beispiel bei so Early Access Games, wie jetzt halt RuneScape Dragonwilds aktuell ist. Dazu geht ihr auf euren Desktop in den Windows Explorer, dann auf euren lokalen Datenträger, in meinem Fall ist es jetzt C, geht da rein, dann auf Users, dann geht ihr in euren User rein, dann findet ihr App Data, dann Local und hier gibt es jetzt einen Folder, wenn ihr das Spiel installiert habt, namens RS Dragonwilds hier unten. Da geht ihr dann auf Saved, dann auf Config und dann in Windows und hier wird es jetzt eine Datei geben, nämlich diese hier, engine.ini. Die könnt ihr jetzt editieren oder öffnen mit eurem Texteditorprogramm. In meinem Fall ist das Notepad++, scrollt ganz runter und hier unten wird es wahrscheinlich schon eine Linie geben namens /script-engine.render-settings. Die wird wahrscheinlich aktuell eine Zeile beinhalten und hier fügt ihr jetzt einfach diesen ganzen Teil hier hinzu. Ich werde diesen Teil auch noch unten in der Videobeschreibung reintun, dann könnt ihr es einfach copy-pasten. Danach speichert ihr diese Datei und schließt sie wieder und dann geht ihr noch hier rechtsklick drauf auf Properties und stellt dann Read-Only ein. Das führt dazu, dass das Spiel diese Datei nicht überschreiben wird. Dann drückt ihr OK und speichern. Das nächste Mal, wenn ihr dann in euer Game reingeht, werdet ihr sehen, dass dieser ganze Blur und Bloom entfernt ist. Ein anderer zusätzlicher Vorteil, den ihr gerade habt, wenn ihr diese engine.ini-File editiert, ist, dass ihr gleichzeitig auch noch viel mehr FPS bekommen werdet. Das heißt, es ist gleichzeitig auch noch ein FPS-Boost für euer Gameplay.